Ja, es ist immer ein besonderes Vergnügen, den Pong mit auszustellen. Da kann man immer so ein bisschen das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Einmal spielen lockert ein bisschen auf. Und zum anderen ist es die Technikpräsentation. Ja, Pong ist eigentlich kein Computer. Könnte man fragen, was soll da dann beim Computing Festival? Aber Pong hat ein Rechenchip auf seiner Leiterkarte, ein 4-Bit-Volladder. Und zwar berechnet er damit die Bewegungsvektoren für die Ballbewegung. Ja, Ballbewegung, das sind wir schon beim heutigen Vortrag, bei dem Thema, zu dem ich euch recht herzlich begrüße. Wir werden dabei einen kleinen Ausflug in die Geschichte machen. Nicht allgemein, das würde den Rahmen sprengen, sondern ein bisschen zielgerichtet. Bei Geschichtsbetrachtung kann natürlich eine Frage grundsätzlich nicht beantwortet werden, die oft gestellt wird. Was war denn nun wirklich das allererste Videospiel? Erstmal das Wort wirklich kann man schon mal weglassen. Entweder es wäre das erste oder nicht. Dann mit Abstand betrachtet ist die ganze Entwicklung der Videospiele immer ein kontinuierlicher Prozess. Wenn man näher hinsieht, sind es natürlich schon einige Milestones. Und man kann jetzt nicht irgendeinen rausnehmen und sagen, das ist es. Damit würde man schon die Leistung der Vorgänger ein bisschen schmälern. Ja, und der Begriff Video, das ist auch so eine Sache. Wörtlich heißt es ja nichts anderes als sehen, aber so richtig definiert ist Video auch nicht. Der eine versteht darunter Videotechnik, der andere meint die Videodatei, die man sich mal ansehen sollte. Manch einer verbindet Video mit dem Bandsalat, der eben seinen Videorekorder damals bereitet hat, mit den schönsten Urlaubsvideos. Es ist nicht richtig definiert und am besten jeder befasst sich ein bisschen mit der Geschichte und kann sich dann selbst ein Urteil bilden. So, wir machen mal einen kleinen Ausflug zu einem typischen Vertreter der damaligen Zeit. Das war in den 50er Jahren. Das war Tennis for Two. Die meisten, die mit dem Thema schon ein bisschen vertraut sind, kennen das. Man sieht praktisch die Tennisplatte von der Seite, das in der Mitte ist das Netz und der Ball fliegt dann hin und her. Die Flugbahn des Balles wird naturgemäß von der Gravitation bestimmt und man hat dafür in den 50er Jahren rechts im Bild einen Analogrechner sogar eingesetzt, um diese Flugbahn zu berechnen. So, wir klicken mal rein. Das wäre das. Hier ist er. Das wird er sehen. So ging das. Man konnte zwei Dinge regeln. Einmal die Schlagkraft und dann den Zeitpunkt, wo man den Schläger ansetzt. Das ist Tennis for Two. Und dann im Jahr 1961 auf der PDB-1 ist Space War entwickelt worden. Da klicken wir auch mal rein. Da war schon ein bisschen mehr los. Man konnte Raumschiffe steuern und die konnten auch kämpfen und so weiter. Das war natürlich auf dem Radarbildschirm zu sehen. Ja, was haben diese Spiele der nullten Generation, will ich es mal nennen, alle gemeinsam? Sie waren noch nicht für die Massen zugänglich. Es waren nur die Entwickler, Forscher auf den Universitäten oder Industrie oder Militär hatten Zugang. Es war nicht mal jetzt bloß ein Privileg der Reichen, sowas zu spielen. Da stellt sich schon ein Radargerät ins Wohnzimmer oder ein Oszillographen oder sowas. Das war alles noch nichts. Es fehlte das Massenmedium. Und das gab es auch dann bald. Es werden jetzt so bei Mitte der 60er Jahre. Der Fernseher hat mittlerweile Einzug gehalten. Aber niemand wusste, wie es geht. Es musste erst jemand kommen, der technisch die Bildung dafür hatte
man auch die Lösung fand. Wünsche wurden da schon viele geäußert. Ich glaube, der das erfunden hat, der hat es auch noch, an ihn sind auch viele Wünsche herangetragen worden. Deswegen gehört ja auch nicht viel dazu. Ja, bei dem Spiel dort, bei der PDB-1, hatten wir Vektorgrafik. Das heißt, man programmierte irgendwelche digitalen Werte, die wurden in analoge Spannung umgesetzt und die ergaben dann die Bewegung an den Radarröhren oder Oszillographenröhren. Wenn wir jetzt uns mit der Fernsehtechnik ein bisschen befassen wollen, schauen wir mal noch mal kurz zum Prinzip. Weiß jemand, wie das läuft so bei dem traditionellen analogen Fernsehen? Im Prinzip wird das Bild zeilenweise abgetastet. Das war nicht neu. Es gab dafür auch ein mechanisches Modell, die Nipkow-Scheibe. Die habe ich selbst mal im Betrieb gesehen. Da gibt es bei Körau, das so in der Nähe der Elbe, zwischen Dessau und Elbe, da gibt es ein sehr, sehr gutes Technikmuseum, leider noch sonnabends geöffnet. Und da war anlässlich des Jubiläums, die 100 Jahre Rundfunk, war so eine Nipkow-Scheibe mal aufgebaut. Da wird praktisch eine Fotozelle angesteuert mit den Helligkeitswerten, die die Lochmaske liefert. Und auf der anderen Seite des Drahtes war praktisch bloß eine Lampe, die dann mit der gleichen Mechanik das alles wiedergegeben hat. Ja, wichtig ist, wenn jetzt die Kamera das Bild zeilenweise abtastet, die Kamera setzt immer bei Beginn einer Zeile den sogenannten Zeilensynchronimpuls dazu, sodass der Fernseher, also das Empfangsteil, auch Bescheid weiß, jetzt fängt eine neue Zeile an. Das sind eben Bildinhalt und diese Zeilensynchronimpulse müssen, oder die Zeilenimpulse müssen synchron sein. Die sehen dann so aus. Und zwischen diesen Zeilen ist dann der komplette Bildinhalt. Entweder beim Fernsehen oder bei den Videospielen, wie wir sie draußen haben. Ja, wenn alle Zeilen vom Bild abgetastet sind, dann muss noch der Bildimpuls kommen, der ist ein bisschen breiter. Der Fernseher muss ihn ja irgendwie unterscheiden können, das macht er mit der Breite. Und bei den alten Fernsehern war es noch so üblich, dass die Bildimpulse noch unterbrochen waren durch die Zeilenimpulse, damit der Zeilenimpulsgenerator nicht außer Tritt kommt. Ja. Das wussten viele, die dem Thema nahestanden, aber damit kann man noch kein Bildschirmspiel bauen. Da musste erst dieser Mann kommen, das ist Ralf Bär, jüdischer Abstammung, in Deutschland geboren. Es gelang ihm, vor dem Zugriff der Nazis noch in die USA überzusiedeln. Dort lernte er Fernsehtechniker, studierte dann Fernsehtechnik. Und hatte so, war ein kluger Kopf und hatte somit alle Voraussetzungen, das zu erfinden. Er hat gearbeitet in der Rüstungsindustrie, er hat Abhörgeräte für gegen die Russen gebaut. Hat man damals schon das Richtige getan in diese Richtung. Und er hatte die Idee und lieferte mit der Braunbox, na, wo ist jetzt die Maus? Ja. Er lieferte mit der Braunbox das erste Videospiel in dieser Art, das man auf dem Fernseher darstellen konnte. Das ist das dort. Eine Mittellinie, ein Ball, zwei Schläger. Das hatte Einzug in die Wohnzimmer Anfang der 70er Jahre. Er selbst hat die Braunbox entwickelt. Das war das allererste. Die kann man sich hier in Berlin ansehen als zweiten Nachbau im Computerspielemuseum. Der Ralf Bär war, muss man eben leider sagen, Schirmherr des Computerspielemuseums Berlin, hat für die diese Braunbox extra nochmal nachgebaut. Ist leider nicht in Betrieb, das ist ja alles hochempfindliche Technik. Ja, wie funktioniert das nun? Was hat er gemacht? Wie kann man Objekte darstellen überhaupt? Wir sehen hier oben, das ist der Beginn der Zeile, das ist der Zeilenimpuls und
Dieser Impuls wurde zuerst auf ein Integrierglied gegeben. Das ist so praktisch ein parallel geschalteter Kondensator. Der bringt eine, mein Gott, wo ist denn jetzt das Ding wieder hin? Eine Zeitverzögerung mit sich. Und die Zeitverzögerung ist maßgeblich für den Standort des Objektes. So, wenn der Kondensator geladen ist, gibt es sozusagen eine Rückflanke, die wird nochmal durch eine Transistorstufe versteilert. Und dieser Impuls, also wird so steil gemacht, dass es praktisch ein Sprung wird, signaltheoretisch. Und der wird dann auf ein Differenzierglied gegeben, das ist links im Bild. Und die bringt dann in Abhängigkeit des Widerstandes dann ein mehr oder weniger breites Signal, das Objekt dann auf dem Bildschirm. Das ist von der Zeile aus gesehen. Und vom Bild ist das gleiche nochmal, da kommt der Bildimpuls, eine Verzögerung. Das gibt einmal diese Streifen, einen von den Horizontalimpulsen ausgelöst und einen Streifen von den Vertikalimpulsen. Und in der Mitte, wo die sich kreuzen, schlägt einfach logisch eine Und-Verbindung zu. Und dieses Kreuz ist dann schlicht und ergreifend das Ballsignal. So, das ist das Prinzip. Sieht sehr einfach aus, aber man muss eben drauf kommen. Er hat es als einziger geschafft, beziehungsweise war der Erste. Hier sind noch von ihm ein paar Originalzeichnungen dazu. Also die Entwürfe. Links oben sehen wir die Impulsgeneratoren. Ich muss ja genau wie eine Kamera, das ist nicht das gleiche Prinzip, Zeilenimpulse und Bildimpulse erzeugen. Das machen die beiden Impulsgeneratoren da oben. Wenn man genau hinsieht, also zwei Transistoren sind drin, das waren schon Komplementärpärchen, also unterschiedlichen Leistungsleitfähigkeitstyps, PNP und NPN. Da gab es also schon Ende der 60er Landstriche, da wusste man schon, wie man Transistor schreibt, da hatten die dort schon Komplementärpärchen zur Verfügung. Die erlauben also eine besonders effiziente, ein effizientes Schaltungsdesign. Bei diesen astabilen Multivibratoren ist es meist so, dass immer ein Transistor leitet und einer sperrt. Bei dieser Schaltungsart ist es so, es sperren beide und es leiten beide, je nachdem wie die Impulse kommen. So, das ist der Gesamtschaltplan von der Brownbox, dem ersten Home-Pong sozusagen. Ich habe das mal nachgebaut, also Teile davon. Die Teile habe ich hier, die könnt ihr euch draußen mal angucken. Links werden die Zeilenimpulse erzeugt, rechts oben ist der Generator für die Bildimpulse. Der dritte Transistor, der macht bloß Treiberfunktion. Und hier rechts unten seht ihr den Teil mit dem Integrierglied. Da vorne ist der Kondensator, der die Aufladung da bringt. Dann Transistor als Trennung. Und hier ist nochmal das Differenzierglied. Das muss durch den Kondensator. Die Flanke bringt dann letztendlich die Breite. Ja, mein Laptop hat mich eigentlich im Stich gelassen. Ich musste das auf einen anderen Computer nehmen. Und die Maus, die verschwindet immer hier nach ein paar Sekunden. Das habe ich noch nicht so richtig geregelt. So, und dieses eine Teil liefert hier, das war noch zur Hälfte bestückt damals, einen solchen Balken. Das war praktisch die horizontale Position des Objektes, was damit dargestellt werden soll. Und wer mitgezählt hat und die Treibertransistoren weglässt, allein mit 6 Transistoren kann man sowas aufbauen, dass aus dem Nichts heraus sowas dargestellt wird. Ne? Man braucht nicht, wie bei Pong, eine Handvoll Chips oder so. Es ist ja, Fernsehen ist ja analoge Impulstechnik. Mit 6 Transistoren schafft man es schon, so einen Balken darzustellen. Ich habe das Ganze dann noch erweitert. Das war beim VCFB vor ein paar Jahren. Ich habe die dann in dieser Form, die drei Karten,
alles vollständig bestückt. Dort habe ich es dann geschafft, ein solches Objekt auf dem Bildschirm abzubilden. Das konnte man, ihr könnt das nachher mal nachvollziehen, ich habe das alles hier. Das konnte man natürlich mit 4 Reglern bewegen. Einmal links, rechts, horizontal und dann in der Breite. Und dieser Baustein, der das macht, der nennt sich Spot-Generator, den hat er praktisch so dimensioniert, dass man ihn für alle Objekte nehmen konnte. Je nachdem, wie der an der Breite und Länge eingestellt wurde, stellt er die Mittellinie dar. Also davon sind dann, von diesen Modulen sind dann mehrere drin. Ja. Einer macht die Mittellinie, die Schläger und die Potentiometer sind dann praktisch in dem Steuerteil, was man in der Hand hat, drin. Tja, und wie wird denn der Ball bewegt? Im Prinzip mache ich es ja durch eine Widerstandsänderung. Ne? Und ich ersetze praktisch den Widerstand durch einen Transistor. Transistor heißt, ist ja Abkürzung von Trans, also Übertragung, und Resistor, Widerstand. Ich kann praktisch eine Spannungsänderung in eine Widerstandsänderung überführen und damit habe ich die Ballbewegung dann. Ja, aber was nützt das alles? Es war zwar hochinteressant, es war das erste in dieser Art, aber es reichte nicht. Es hatte schon einige Nachteile. Man konnte keine Punktestände anzeigen. Die Linearität ließ doch ein bisschen zu wünschen übrig, denn die Entladekurve eines Kondensators, die ist noch nicht so gerade, wie man es möchte. Neue Features waren gefordert und Ton gab es auch nicht. Man war also schon gezwungen, das Ganze zu digitalisieren. Und wie sah das? Das war dann ein bisschen aufwendiger. Ich muss erstmal einen Taktgenerator haben. Der liefert mir dann durch Taktuntersetzung die Horizontalimpulse. Je nachdem, wenn jetzt zum Beispiel Pong hat 455 Bildpunkte, wenn die vorbei sind, kommt der Horizontalimpuls und dann 262 Zeilen. Dann liefert dieser Counter einen Übertrag und liefert den Vertikalimpuls und das Ganze wird dann zusammengemischt und ist nichts anderes als das Signal, was beim Fernseher in die AV-Buchse dort reingegeben wird oder auf den Modulator und dann über den Antenneneingang. Das war ja früher so üblich. Gut, feste Objekte könnte man gut damit oder sehr aufwandsarm generieren. Einfach diese Frequenzteilung, das wird ja mit Zählern gemacht, die bauen Zählerstände auf und die einfache Dekodierung dieser Zählerstände ermöglichte dann die Generierung von Objekten wie Mittellinie oder die Position der Scores oder andere Dinge, je nachdem, was es für ein Spiel ist. Ja, wie muss das aber nun bewegt werden? Das war dieses Team, die späteren Atari-Gründer, einmal Nolan Bushnell und Ted Dabney, da sage ich noch mal ein bisschen was dazu. Die haben sich da ins Zeug gelegt und haben Computer Space entwickelt. Auch das Rechte steht im Computerspielemuseum in Berlin, ist leider nicht spielbar, funktioniert nur noch ein bisschen, aber es ist nicht für die Öffentlichkeit zum Spiel gedacht, da ist es zu wertvoll. Ja, wie sieht das aus? Ich habe es euch mal hier dargestellt. Wir sehen die Raketen, die drehen sich, ne? Und das andere bewegt sich. Sternenhimmeldarstellung, die festen Objekte, Scores, gibt alles. So, jetzt hat man praktisch die Rastergrafik mit den Zeilen. Man kann die Punkte bringen, aber wie dreht man das jetzt? Wie machen? Ist ja nichts zu programmieren. Das muss ja alles geschaltet werden. Wir werfen mal einen Blick auf eine der Platinen drauf. Wir sehen, er dreht also nicht wirklich. Er nimmt praktisch von der Drehung eine Achtelumdrehung und hat für die Einzelbilder dafür, das macht mich verrückt mit der Maus, das ist die Vierteldrehung von hier, eine Achtelumdrehung von hier bis hier und das sind die Zwischenbilder. Und das reicht. Und der Rest für die komplette Umdrehung wird durch Spiegelung erreicht.
praktisch die ich habe ja die XY-Koordinaten als Bitzählerstände und die werden dann entsprechend negiert und mit der Negation erreicht man immer eine Umkehrung der Darstellung. Ja, damit konnte man schon ein Objekt drehen, wie aber jetzt die Bewegung. Das hat man geschafft durch Hinzuziehung eines weiteren Binärzählers. Ganz einfach, das Prinzip ist so, der zweite Zähler zählt die Bildpunkte und fängt irgendwann an zu zählen, egal jetzt wo der steht, und zählt die Bildpunkte mit. Und wenn der jetzt den Übertrag hat, wenn er jetzt genauso viele Bildpunkte hat, wie der Fernseher hat, dann liefert der Übertrag das Ballsignal. Das ist eigentlich schon alles. Das ist wie so eine Interferenz. Wenn der Zählumfang des Synchronzählers oben gleich ist dem Zählumfang des Ballzählers, dann steht der Ball sozusagen. So, man kann der, wie bewegt man ihn jetzt aber? Wenn jetzt man vermindert den Zählumfang, also die zählen so bis 450, 455, wenn jetzt der untere Zählumfang jetzt auf 454 heruntergesetzt wird, ist der Zähler eher fertig und liefert praktisch, wenn der Strahl jetzt so ankommt, einen Bildpunkt eher den Übertrag und der Ball ruckt ein Stück nach links. So, und beim nächsten Mal ist es das Gleiche wieder beim nächsten Bild. Auf die Art kommt die Bewegung zustande, beziehungsweise wenn ich jetzt den Zählumfang um 1 erhöhe, zählt er bis 456, dann kommt der Impuls später. Wir stellen uns immer den Zeilenablastung vor, von links nach rechts. Wenn der einen Bildpunkt später kommt, dann ruckt die Erscheinung nach rechts und so weiter, wie das anliegt. So ist die Frage, wie kann ich bei so einem Binärzähler überhaupt den Zählumfang verändern? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn ich einen Anzeigezähler habe, sage ich von 0 bis 10 und habe 4 Bits, dann kann ich eine Erkennung machen des Zählerstandes und führe die auf den Reset-Eingang. Auch das kann ich nicht gebrauchen, es geht noch anders. Ich kann, das kann ich auch draußen zeigen, das habe ich alles mit, den 4-Bit-Zähler kann ich mit einem Vorladewert laden. So ein 4-Bit-Counter zählt bis 16. Da lade ich einfach vorne eine 4 rein. Dann braucht er weniger Impulse. Dann braucht er weniger Impulse, um hinten den Übertrag zu liefern. Also letztendlich dann das Ballsignal. Ja, so kann man die die Objekte bewegen. Ich habe mal ein Atari-Spiel, einen Teil nachgebaut, um das mal zu demonstrieren. Das könnt ihr euch auch draußen ansehen. Das habe ich mitgebracht. Es sind jetzt, dieser Vorladewert besteht aus 3 Bits und je nachdem, welchen ich anlege, der steuert dann die Bewegung. Zum Beispiel sehen wir hier, das ist binär eine 4. Und in diesem Fall zählt der Ballzähler genau so viel wie der Synchronzähler für die Impulse und der Ball stoppt. Das gleiche für den Vertikalbetrieb. Und wenn ich dann, ich habe da so einen kleinen Binärschalter, da kann ich die Werte einstellen. Je nachdem, ob ich über oder unter die 4 gehe, kann ich den Ball dann vertikal und horizontal über das Bild bewegen. Und ich kann den Ball stoppen, das hätte man sonst nirgendwo bei einem Spielen kann der mal richtig fotografieren, dass er richtig klar ist. Ja, und die Steuerung davon, das hängt dann halt vom Spiel ab. So, näher gehe ich da nicht drauf ein. Ich weiß nicht, wie eure Vorkenntnisse jetzt sind mit solchen Dingen. Wenn da jemand noch genaueres will, das können wir hinterher dann noch alles besprechen. Ich bin ja dann am Stand. Ja, das ist noch für Pong die Sachen, weshalb er eigentlich berühmt wurde. Das andere Spiel,
Computer Space von Nolan Bushnell, dass damit konnte man nicht viel verdienen. Das war in dieser Art nur wieder das Erste. Aber die Leute kannten Spielen noch nicht. Das waren viel zu viele Knöpfe und erst noch eine Bedienungsanleitung studieren und so weiter. Das kam einfach nicht an. Und man wollte jetzt mit dem Pong-Spiel das besser machen. Eine Vorgabe war Einhandbedienung. Das war ganz wichtig. Es wurde für die Kneipenszene konzipiert. Das war der riesengroße Erfolg. Es hieß dann, in der einen Hand ein Bier, mit dem anderen wird gespielt. Und das hat sich durchgesetzt. So, es wurden unterschiedliche Ballgeschwindigkeiten, kann man noch machen, 42 Bewegungsvektoren, das ergibt sich ja. Und noch einige Sachen, die das Spiel berühmt machten. Der normale Spieler, der dran ist, merkt nichts von den vielen technischen Features, die dahinter sind. Es macht einfach Spaß, damit zu spielen. Ich habe das Spiel auch fast jedes Jahr auf der Gamescom und ich habe dort bei dem trotz des großen Spieleangebotes immer eine Riesenschlange, die steht da hinten an. Die wollen mit diesem einfachen Spiel spielen, wo man nicht erst eine Anleitung studieren muss und da gucken, wie es geht. Das spielt man eben einfach. Ja, das sind jetzt schaltungstechnische Details. Damit will ich euch jetzt nicht so belasten. Das sind nochmal die Reflexionszonen des Balles vom Schläger. Das heißt, das könnt ihr draußen an dem Spiel nochmal nachvollziehen. Ich kann mit der Wahl der Auftreffstelle des Balles auf den Schläger, kann ich steuern, wo der Ball hinfliegt. Und damit ist auch ein sportliches Spielen gedacht, dass ich kann also richtig, richtig ordentlich spielen. Und ja, das ist der Gesamtschaltplan vom Pong. Lassen wir jetzt weg. Nochmal, es ist kein Computer, hat damit überhaupt nichts zu tun. Es ist einfach nur pure Logik. Ihr wisst ja, ich kann jeden Computer, jede Computerlogik zerlegen in Und- und Oder-Funktionen. Die bestehen alle aus Transistoren. Moderne CPUs, die haben zig Milliarden von Transistoren drauf. Oder Billionen, die kleineren. Und Transistoren sind ja weiter nichts als Schalter. Die können ja nicht sonst irgendwas, sondern die können nur öffnen oder schließen. Das muss man auch mal sehen. Und mit solchen Öffnern und Schließern kann ich weiter nichts bauen als Und- und Oder-Funktionen oder die Nicht-Funktionen. Da gibt es vielleicht Millionen oder in den Dimensionen jetzt in der CPU. Aber ich kann diese unten genannten Funktionsgruppen, die sind in der Zahl nicht so groß. Viel mehr als diese gibt es nicht. Und aus diesen wird die ganze Bitverarbeitung überhaupt gemacht. Wenn wir jetzt die Speichertechnik mal weglassen, ja, und ein paar andere Specials noch. Ja, hier ist nochmal ein Oszillograph in den Dings. Ja, nach Pong kam das zweite Spiel raus, das hieß Space Race. Man hat schon damals auf den Werbeplakaten viel Wert auf die Damen da gelegt, die da immer mit abgebildet wurden. Und wir gucken mal kurz rein, wie das geht. Das war das zweite Spiel. Man hat so einen Asteroidengürtel und da muss man die kleinen Raketen durchsteuern. Und die dürfen nicht, wenn man oben ankommt, gibt es einen Punkt, da gerade passiert. Und wenn man so einen Asteroiden stößt, dann ist noch, ja, da ist nun viel Bewegung drin. Die Sterne, die werden nach dem Prinzip des Balles ausgelöst. Das kann ich auch näher beschreiben, das wird jetzt zu weit führen. Wo kriegt man aber jetzt die Raketen her? Wo kriegt man die Raketen her? Im Prinzip ist die Rakete auch wieder wie ein Ball aufgebaut. Aber was beim Ball das Videosignal ist, das rechteckige, wird hier genutzt als Freigabesignal für eine Matrix. Wir sehen hier die Rakete, die aufgelötete. Das ist die Matrix für den Ball. Das wird dann nochmal gespiegelt durch Negation der Adressbits, hatten wir vorhin gerade. Das ist immer wieder das Gleiche, das hat ja auch didaktischen Wert, wenn man sich damit befasst, was ist binär eine Spiegelung. So, ich habe also hier einen 4-Bit-Decoder, also 1 aus 16 Decoder, die Rakete hat 16 Zeilen,
und ist auch 16 Bit breit durch die Spiegelung. 2×8 komme ich auf die 16, damit habe ich so ein Quadrat. Und diese Matrix wird freigegeben, wenn praktisch das Ballsignal dran ist. Das liefert dann die Freigabe für diese Matrix. Auf die Art wird das dann bewerkstelligt. Ich zeige das nochmal hier. Ich habe das mal nachgebaut, das Spiel. Und da wo ich das einstelle, das ist eben kein Controller, da werden unten, ich zeige das nochmal, plus zwei Kontakte geschlossen. Die beiden Kontakte geben wir auf die Vorladewerte des Binärzählers. Und ja, das ist das Freigabesignal, was ich vorhin erwähnt hatte. Das ist der horizontale, der vertikale Teil des Freigabesignals. Der ist beweglich. Da sehen wir das auf einfache Art. Jetzt kommt gleich noch der horizontale Teil. Die beiden unverknüpft ist dann wieder das Kreuz, das Freigabesignal oder Ball, je nachdem, was es für ein Spiel ist. Ja, dann kann man noch ein bisschen rumspielen. Wenn ich jetzt die Selektierung anders mache und lasse die Matrix drin, dann sehe ich halt überall Raketen. Das rundet das Wissen über die Entstehung dieser Sache noch ein bisschen ab. Ja, ich hatte die Ehre, mal mit dem Schaltungsentwickler von Pong, dem Alan Alcorn, ein paar Mails auszutauschen. Er hatte sich damals sehr gefreut, dass ich sein Spiel da nachgebaut hatte. Und hat mir noch ein Bild geschickt aus der Entwicklungszeit. Da sah die Rakete noch ein bisschen anders aus. Das hier, dieser vergoldete, das ist ein 1 aus 16 Decoder, den wir vorhin erwähnt hatten, der die Zeilen praktisch immer auswählt bei der Abfrage. Ja, das war halt so, der war frisch aus der Entwicklung. Silicon Valley hatte ja nun damals besondere Beziehungen. Und die Nullserie, die da aufgelegt wurde, in der Herstellung, die war vergoldet. Und die besonderen Beziehungen erlaubten es, dieses Teil mal schon zur Verfügung zu haben, bevor es in die Produktion geht. Das soweit zu Space Race. Ich habe dann noch das Ganze farbig gestaltet. Das war einfach. Ich habe ja die Signalspannung einfach über eine Matrix verknüpft und über die SCART-Buchse des Fernsehers, RGB-Eingang, ist das alles kein Problem, das mal so zu machen. Ja, Farbdarstellung war, das ist kein Stilbruch, ist einfach eine Weiterentwicklung. Farbdarstellung war schon immer die große Frage. Selbst Ralf Baer hat mit seiner Art Pong, das natürlich noch nicht so hieß, schon Farbdarstellung gehabt. Mit Folien konnte man schon viel erreichen. Ich glaube, der grüne Rasen da, ja. Und auch beim Spiel Breakout, das Spiel Breakout haben wir auch hier am Tisch. Allerdings ohne diese Farbfolien. Die wurden dann aufgelegt und die Steine, die man da wegschlagen muss bei Breakout, das hat Atari 1976 rausgegeben, die Steine haben unterschiedliche Wertigkeiten. Die kann man dann durch diese Farbfolie erkennen. Könnt ihr euch draußen mal angucken. Das ist dann ist eigentlich nur schwarz-weiß. Ja, und Alan Alcorn, der Erfinder von Pong oder der Schaltungsentwickler von Pong, der hat es aber geschafft, schon 1975 ein Bild in Farbe zu bringen. Ich habe so ein Gerät mal gehabt, mal aufgeschraubt und habe den Farbchip da drin gesucht. Wir sehen das da rechts. Da gibt es aber keinen. Und er hat da einen Trick genutzt. Wir sehen rechts oben in der Kiste, es ist noch so ein kleiner Trimmer. Er hatte mal den Trick verraten, wie er es gemacht hat. Das hatte man in irgendeiner Fernsehwerkstatt gesehen. Die haben damals beim Test der Fernseher, das waren ja alle nach der NTSC-Norm, die haben die Frequenz ein bisschen verstimmt und die Dekodierung des Farbsignals hat es dann ermöglicht, dass ich da von links nach rechts einen übergehenden so einen Farbübergang habe. Das war eigentlich alles hochinteressant, wenn man das alles so sieht. Das war quasi das erste Farbspiel. Ja, dann kam 1974 das Spiel Rebound. Das habe ich auch nachgebaut. Es steht draußen auf dem Tisch.
und so eine Art Volleyball. Hier sehen wir das Besondere, der Ball wird auf eine Parabel gezwungen. Vorhin hat man ja mit Mühe und Not gerade so geklärt, dass der sich überhaupt bewegt. Und jetzt bewegt er sich schon auf einer Parabelform. Wir hatten ja gesehen, in 50er Jahren gab es das schon. Da hat man extra einen Analogrechner bemüht, um diese Parabel da zu berechnen. Hier hat man es geschafft, lediglich durch Hinzunahme eines weiteren Zählers. Wir wollen jetzt die Schaltung nicht analysieren, das wird jetzt sicherlich nicht jeden seine Sache, aber dieser Binärzähler hier schafft das. Man kann sich vielleicht so erklären, die Geschwindigkeit des Ballers, wissen wir ja noch, Geschwindigkeit ist Weg durch Zeit, und Zeit bestimmt der Timer, das hat einen Timer, haben wir hier auch drin, und aus dem Physikunterricht wissen wir noch Beschleunigung. Parabel ist ja immer eine Beschleunigung, also kreisförmige Bewegungen haben immer eine Beschleunigung in sich. Ist praktisch nochmal Weg durch Zeit mal Zeit, also durch Sekunde Quadrat. Durch die Timerverknüpfung habe ich praktisch eine Art Multiplikation erreicht. Wenn ein Timer die Zählweise des nächsten steuert, sind die multiplikativ verknüpft und ich kann praktisch Beschleunigung zeigen. Wenn er nach oben zählt, habe ich negative Beschleunigung, dann bremst er, wenn der Ball oben den Wendepunkt hat, oder ist eine positive Beschleunigung nach unten. So, dann kam noch Atari mit 1976 mit Breakout. Das haben wir auch draußen. Man sieht schon hier auf den Platinen, da ist noch ein bisschen mehr los als bei Pong, auch alles. Folgegesteuert, hat überhaupt noch nichts mit Computertechnik zu tun. Nolan Bushnell, der ist der geistige Vater von diesem Spiel, der Atari. So, was sagt uns das Bild? Atari-Chef Nolan Bushnell, also Mitbegründer Nolan Bushnell, daneben Steve Jobs, Apple-Gründer, und daneben Steve Wozniak, ebenfalls Apple-Gründer. Was haben die damit zu tun? Die waren einmal angestellt in ihrem Leben, also Steve Jobs jetzt insbesondere, bei Atari. So, und das Einzige, was Steve Jobs bei Atari gelernt hat, er wird nie ein Angestellter nochmal werden, sondern er muss Chef werden. Und es galt, dieses Breakout-Spiel noch ein bisschen zu manipulieren. Weniger, es waren zu viele Chips drauf. Nolan Bushnell sagt, mit den vielen Chips verdiene ich nichts, ihr müsst das reduzieren. Steve Jobs hat sich gemeldet, sagt, ich kann das. Er konnte es natürlich nicht. Sein Kumpel Steve Wozniak, der konnte es, der hat es dann auch gemacht. Da gibt es schon ein paar Schaltungsbesonderheiten, die sind schon recht knifflig. Also da hatte schon eine Menge drauf. Ja, so lief das Ganze. Dieser Teil ist auch in einem Film dargestellt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Jobs kann man sich bei Amazon Prime angucken. Da ist diese ganze Geschichte drin. Die fand ich schon recht berührend, was da alles so passiert. Man hat ihn ja später rausgeschmissen bei Apple. Das ist vielleicht bekannt, ja. Und nachdem, weil er Umgangsformen hatte, die nicht jedem passten. Aber danach ging es abwärts mit Apple, dann hat man ihn wieder eingestellt und dann war Apple wieder oben. Also wahnsinnig toll die Leistung.